Hallo und herzlich willkommen, Kiria van de Kamp hier mit einem meiner derzeit täglichen Live-Videos. Heute geht es wieder um das Thema Beziehungen. Ich habe heute Morgen ein längeres Gespräch gehabt nach dem Rückbildungskurs mit einer Frau über ihre Beziehung. Sie erzählt hatte, dass es gerade nicht so einfach ist. Und da habe ich ihr von erzählt und habe mich eben daran erinnert an Worte einer amerikanischen Autorin, die ist Alison Armstrong, die ist eine Männerforscherin, könnte man sagen. Und die hat geschrieben, Männer sind keine haarigen Frauen. Was heißt das und was könnte uns das lehren? Wenn wir Schwierigkeiten haben mit dem, was Männer tun oder sagen, dann messen wir das oft innerlich an jemandem. Und die meisten Frauen werden feststellen, dass wenn sie mal genauer schauen, ja, woran messe ich denn das Verhalten eines Mannes? Ob das jetzt nun gut oder schlecht oder richtig oder falsch ist. Das ist ja, wir bewerten das innerlich als nicht so gut im Vergleich zu etwas oder jemand anderem. Und dieser jemand andere ist nämlich nicht, dass wir das am Verhalten von einem anderen Mann in der Regel messen, sondern im Verhalten von, was wir von einer anderen Frau erwarten würden. Wir gehen ganz oft davon aus, dass Männer sich so verhalten müssten wie Frauen. Ja? Weil wir finden, etwas wäre so und so angemessen. So wäre es angemessen zu reagieren. Das wäre es angemessen zu tun. Das muss er doch merken. Das muss er doch wissen. Das muss er doch verstehen. Das muss er doch schon ahnen, spüren und sonst was. Wir erwarten ganz viel von den Männern und messen das innerlich daran, wie wir das von einer Frau erwarten würden. Und zwar auch nochmal von einer besonderen Frau, denn das ist oft etwas, dem wir selbst nicht gerecht werden können. Denn wir sind mit uns selber auch total kritisch und messen uns auch an der perfekten Frau oder dem perfekten Menschen. Das heißt, die Erwartungen, die wir an uns selbst haben, sind meistens viel zu hoch. Und die Erwartungen, die wir an Männer haben, sind auch meistens viel zu hoch und wir erwarten von denen, dass sie sich verhalten müssten, wie Frauen das tun. Und das tun sie nicht, denn sie sind keine Frauen, sie sind Männer. Und Männer ticken ein bisschen anders als wir Frauen. Das heißt nicht, dass sie nicht mehr ganz richtig ticken. Es geht eben nicht um richtig oder falsch, sondern um unterschiedlich, anders. Ja? Das macht auch diese Polaritäten aus. Das macht ja auch das aus, was uns da am Anfang so anzieht. Und wenn wir aber dann, worüber ich auch schon mal gesprochen habe, selber sehr viel in eine männliche, aktive Energie gehen, dann schieben wir damit die Männer zurück. Und wenn wir sie messen an der perfekten Frau oder an dem perfekten Menschen, dann werden sie dem nie genügen. Und wir werden immer Sachen von ihnen erwarten, die sie einfach so nicht bringen können und nicht werden. Weil sie sind keine perfekten Frauen. Ja? Es geht auch gar nicht darum, perfekt zu sein. Aber, also einmal zu sehen, wir messen uns selber an diesem perfekten Bild. Und wenn wir das nicht erreichen, dann machen wir uns selber oft runter. Und wir machen den anderen auch runter und erwarten von ihm Sachen, die er gar nicht so leisten kann. Und das führt einfach zu vielen Missverständnissen in der Beziehung. Dass wir von Männern Sachen erwarten, in ihrem Verhalten, ihrem Denken, die sie so nicht bringen werden. Und dann haben oft die Frauen das Gefühl, Männer sind zu irgendwas, zu unaufmerksam, zu faul, zu dies, zu das. Weiß nicht, was er alles macht. Ich bin froh, dass ich selber habe ich echt gemerkt, ich habe zum Glück nie so eine irgendwie wirklich schlechte Denke über Männer gehabt. Ich musste auch sagen, ich bin echt froh über die Männer, mit denen ich zusammen war. Das waren auch Männer der seltenen Spezies, die auch ihre Gefühle ausdrücken konnten und reflektieren konnten, mit denen ich gut über Emotionen auch sprechen konnte. Das ist nicht immer so einfach, das weiß ich auch. Aber wir erwarten dann einfach oft Dinge von ihnen oder werden böse über Sachen, die oder meinen, die machen Sachen mit Absicht, weil uns doch so klar ist, wie man sich da verhalten müsste. Weil wir aber von was ganz anderem ausgehen, wie wir uns als Frauen verhalten würden. Und wenn wir mehr verstehen, wie Männer denn eigentlich funktionieren und denken, oder höchstwahrscheinlich, das sind ja auch nicht alle komplett gleich, aber es gibt ja auch bei uns Frauen gewisse Grundzüge,
dann fällt das leichter, die Männer auch einfach so sein zu lassen, wie sie sind und nicht aus ihnen haarige Frauen machen zu wollen. Ja? Es ist einfach was anderes, ein Mann zu sein, wie eine Frau zu sein. Weil die Herangehensweise und das Denken und das, wo Männer ihren Fokus drauf lenken, ist anders als bei Frauen. Ich habe zum Beispiel bei mir selber auch gemerkt, ich bin ja auch nicht perfekt da, dass ich immer wieder in die Falle tappe, dass ich Männern zu viele Fragen auf einmal stelle. Das ist auch was wir Frauen sehr gerne machen. Wir stellen eine Frage und für einen Mann ist das oft so, wenn du ihm was bedeutest und wenn er dich ernst nimmt und das für wichtig erachtet, da jetzt drüber nachzudenken, dann tut er das und dann taucht er ab und sucht dann nach seiner Antwort. Der Frau dauert das aber zu lange und dann stellt sie schon die nächste Frage oder sie formuliert die Frage nochmal um oder hüpft auf ein anderes Thema und so schnell ist dann der Mann oft noch gar nicht mit seiner Antwort finden und weil er sucht wirklich dann nach einer entsprechenden, adäquaten Antwort auf diese Frage und dann hast du schon 5 andere Fragen gestellt und ich mache das manchmal auch. Ich bin dann einfach zu schnell, zu ungeduldig und dann brr, brr, brr. Und dann, ich habe das mit meinem letzten Mann manchmal auch, meinem letzten, das klingt, als hätte ich 15 gehabt, so weit ist es noch nicht, nur 2. Dass ich dann manchmal gedacht habe, was dauert das denn so lange? Wieso kommt denn da keine Antwort? Und dann habe ich noch eine Frage gestellt und noch eine Frage gestellt. Ja. Und dann merke ich, da muss ich mich ein bisschen bremsen auch. Und das kann dir vielleicht auch helfen im Zusammenhang mit deinem Partner. Wenn es eine Frage ist, die du gestellt hast, die dir wichtig ist, dann warte erstmal ab, bis eine Antwort kommt. Und auch wenn es ein bisschen länger dauert, als du denkst, dass es brauchen sollte oder müsste. Ja? Und dann hör mal zu und warte mal ab, was da Erstaunliches vielleicht hervorkommt, was dich auch in seiner Tiefe überraschen kann. Weil wir denken manchmal oft, oh, die Männer sind nicht so tief und die reflektieren nicht und reden nicht über ihre Gefühle, aber wir geben ihnen noch manchmal gar nicht die Chance dazu, weil wir viel zu schnell irgendwas anderes hinterherfragen und nicht den Raum lassen. Also da lehn dich ein bisschen in dich zurück. Ich habe neulich geschrieben, lehn dich zurück, Liebes. Das kannst du da auch mal, lehn dich zurück und warte erstmal ab, was da aus den Tiefen hervorkommt. Also, ich empfehle dir mal, wenn du in einer Partnerschaft bist oder Männer hast, mit denen du viel zu tun hast, die dir was bedeuten, dann schau mal, wenn du die bewertest innerlich, also achte erstmal auf deine Bewertung, wo du denkst, der macht irgendwas zu dies, zu das, zu viel, zu wenig, nicht gut genug. An was misst du das? Und wenn du einem Mann eine Frage gestellt hast, dann verkneif dir die nächste Frage und warte erstmal ab. Und du darfst mir gerne berichten, was dabei herauskommt. Ich bin neugierig. Alles Liebe und bis spätestens morgen. Ciao.